Ich werde mit diesem Scanner neue Arten von Aufgaben bewältigen können. Nicht nur die Arbeit, die ich bereits mache, sondern auch, sie besser zu machen. Mein Name ist Colin Triado. Ich bin der Eigentümer von American Reprographics mit Sitz in Rockville, Maryland, etwas außerhalb von Washington DC in den USA. Ich mache weniger Farbabstimmung und Farbfixierung. Auch ohne Anpassungen ist es originalgetreuer, was Zeit spart. Und die Abzüge, die ich aus diesen Scans erstellen kann, sind für die Leute überwältigend. Und das bringt die Leute zurück und sagt, wow, ich wusste nicht, dass du das schaffst. Und ich sage, ja, ich entdeckte den HD Apeiron 42. Und je mehr ich darüber erfuhr und die Demo hatte, desto mehr wollte ich ihn aus verschiedenen Gründen sofort haben. Vor allem aber, weil niemand sonst in unserer Gegend einen hat. Es ist breiter und eignet sich für größere Kunstwerke. Die Geschwindigkeit ist großartig. Die Einfachheit ist großartig. Es gibt keine Aufwärmzeit. Bei einem neuen Produkt mit neuer Software hatte ich viel mehr Störungen und Probleme erwartet, bei denen ich den Support anrufen würde. Und ich habe einmal den Support angerufen und es war geringfügig. Es geht also darum, Probleme zu lösen, ohne Probleme zu schaffen. Wenn früher jemand etwas mit einer Größe von 24x36 Zoll, ein Kunstwerk, etwas Flaches und es in einem Rahmen war, musste ich es aus dem Rahmen nehmen. Ich muss es in Quadranten auf dem 18x24 Zoll großen Scanner scannen und es dann in Photoshop zuschneiden und per Foto zusammenführen. Und das alles würde x Betrag kosten und das würde viel Zeit in Anspruch nehmen und zu gemischten Ergebnissen führen. Denn wenn das Original völlig starr ist, haben Sie Probleme beim Ausrichten der Nähte. Ich kann im Grunde das Äquivalent dessen aufladen, was ich vorher aufgeladen habe, aber dafür brauche ich 5 Minuten. Nicht 1 oder 2 Stunden, so etwas in der Art. Und es ist einfach einfacher und es gibt ein besseres Ergebnis. Der Scan ist besser. Die Funktionen der Kameras sind großartig. Die Beleuchtung ist großartig. Ich habe Dinge gescannt, die hinter Glas und Acryl gerahmt sind. Es ist großartig geworden. Und das war ein Ergebnis, bei dem ich mir nicht sicher war. Aber auch in dieser Hinsicht erfüllt es bisher seine Erwartungen. Ich sehe den Wert sofort, denn was ich scannen kann, kann ich auch reproduzieren. Es führt also zu einem Druckvolumen-Produktionswert, der vorher entweder umständlich war oder noch unklar war. Ob es klappen würde. Ich mag es nicht, Dinge zu versprechen, die ich nicht halten kann. Und ich weiß, dass ich damit so ziemlich alles scannen kann, was in diesem Größenbereich liegt. Und ich kann es reproduzieren, weil wir Drucker haben, die größer drucken, als sie scannen können. Also, es ist großartig.